Genau, und haben uns da auch so ein bisschen über Logistik und Transport Gedanken gemacht. Also so, was sind die täglichen Wege, die man zurücklegt? Also zum Beispiel, wie oft fährt man zum Supermarkt? Welche Möglichkeiten gibt das? Kann man zum Beispiel Supermärkte verpflichten, dass sie für mobile Fahrzeuge oder für e-mobile Fahrzeuge Parkplätze bereitstellen muss? Aber auch bis dahin gehen, muss ich überhaupt wirklich oder muss überhaupt jeder zum Supermarkt fahren, weil man stellt sich vor, man hat ein Stadtviertel und eigentlich tingelt jeder Einzelne zum Supermarkt. Kann man das nicht kombinieren, indem man sagt, okay, man klickt sich irgendwie zusammen im Netz oder mit irgendeiner App oder was weiß ich, was man alles braucht oder was man eventuell sogar als Abo bestellt, wenn man es immer braucht. Und das wird dann kombiniert geliefert, weil dann fährt einmal irgendwie sowas wie ein LKW, kann ja auch autonom sein und wirft dann quasi die Waren ab. Es gibt große Boxen, möglicherweise gekühlt, also große Briefkästen, wo das geliefert wird. Was im Prinzip auch den Vorteil hat, dass man durch überhaupt diese ganzen autonomen Fahrzeuge deutlich weniger Platz hat, der verbraucht wird durch Parkplätze, weil man halt diese Wege nicht zurücklegen muss und wir davon ausgehen, dass dann einfach weniger Fahrzeuge auch nötig sind. Und da kann man dann zum Beispiel diese Briefkästen installieren, den Platz, den man dann hat. Zu dem autonomen Carsharing vielleicht auch noch, dass man im Prinzip sagt, okay, es gibt ein Auto, das fährt die ganze Zeit rum sammelt die Leute ein, fährt sie an die Plätze, wo sie hin wollen und danach ist das Auto wieder frei und kann den nächsten abholen. Und damit habe ich im Prinzip irgendwie, also wenn man sich überlegt, wie oft ein Auto einfach nur rumsteht, also und dann habe ich das verteilt und habe damit auch mehr Platz. Wir haben uns noch ein paar Sachen aufgeschrieben, was mit dem Platz, für den wir gewinnen, passieren kann. Also Freiräume für Parks, eventuell auch Urban Farming. Fahrradwege als nächstes Thema zum Beispiel, dass man sagt, okay, man macht zum Beispiel andere Fahrzeuge zum Auto, im Gegensatz zum Auto attraktiv, indem man sagt, okay, man hat mehr Platz für Fahrräder, vielleicht Modellprojekte, wo man sagt, okay, Bikesharing macht man kostenlos oder sehr attraktiv, indem man viele Stationen hat, zum Beispiel auch an Supermärkten. Alternativen zum Auto. Achso, was wir noch haben, ist die Lastverteilung, dass man sagt, okay, es gibt halt irgendwie Stoßzeiten, wo Leute auf Arbeit fahren und wieder zurückfahren und in der Zwischenzeit sind die Straßen aber vielleicht nicht so voll und da kann dann halt diese ganze Logistik ablaufen, also wieder möglichst intelligent kombinierte Logistik auch in den Innenstädten. Genau. Also was wir noch hatten, waren so Geschichten, wie es in Dresden halt zum Beispiel auch gibt, diese VW-Bahn, wo dann halt die Gleisinfrastruktur auch für Güter mehr genutzt wird. Ja, habe ich noch was vergessen? Hab ich noch was? Gut. Zur Softwareentwicklung oder die Frage, wo der Softwareentwicklungsanteil da ist oder IT-Anteil, ist halt insgesamt dieses autonome Fahren ist ein großes Problem auf jeden Fall, was gelöst werden muss, aber auch Sachen wie verteile ich die Logistik, also wo habe ich intelligentes Einsammeln von Passagieren, aber auch von Gütern, dass ich möglichst wenig Fahrzeug auf der Straße habe, weil viele Sachen auf einmal irgendwo hin müssen. Von verschiedenen Herstellern oder verschiedenen Menschen, dass ich das kombinieren kann. Du sagtest, Autos, die quasi rumfahren und dann halt Leute ankommen und dann sind sie wieder frei. Wo ist es da der große Unterschied zum öffentlichen Nachkommen? Wir hatten, Taxi ist halt kostengünstiger einfach und wir hatten auch die
als Idee, zum einen diese ganze soziale Interaktion, die einerseits verloren gehen kann, weil Leute sich nicht mehr im Supermarkt treffen, andererseits den Vorteil bringen für mobilitätseingeschränkte Menschen, dass die auf einmal am sozialen Leben teilnehmen können, weil sie sonst für sie zum Beispiel ein Taxi zu teuer ist, weil du halt den Fahrer mitbezahlen musst und so weiter, die dann halt irgendwie nur einmal die Woche irgendwo hinfahren und nicht jeden Tag oder halt deutlich öfter fahren. Ein autonomes Fahren, da hast du keinen Fahrer, der fährt. Und der Vorteil gegenüber zum normalen oder zum jetzigen öffentlichen Personennahverkehr ist, glaube ich, dass du mit einem autonomen Auto natürlich deutlich flexibler bist und auch große Güter transportieren kannst, dass du dir irgendwie von Ikea oder was weiß ich große Sachen liefern lassen kannst, weil da vielleicht auch mehr Stauraum ist und der es dir halt direkt vor die Haustür fahren kannst und du nicht halt irgendwie, also ich habe das halt auch schon gemacht, große Schreibtische mit der Bahn transportiert und dann von der Haltestelle und umsteigen und so weiter, was jetzt nicht so sehr viel Spaß macht und wo das ja doch ein Vorteil sein könnte. Ist halt die Frage, in welcher Weise das machen. Du kannst halt auch autonom Busse fahren lassen. Und wie man das ausgestaltet, muss man halt sehen. Ich sehe bei diesen autonomen Fahrzeugen auch einen Vorteil oder ein Potenzial. Die Kinder können sich untereinander abstimmen und ein optimales Verhalten an den Tag legen. Ja. Perfekt auf grüne Welle abstimmen oder perfekt auf Geschwindigkeit und Ähnliches. Die können sogar so abstimmen, dass sie hintereinander oder gar zusammengekoppelt im gegenseitigen Windschatten fahren, was ansonsten rein schon von der Straßenverkehrsordnung her verboten wäre, wirklich optimal ist. Die Frage ist, ob du überhaupt noch Ampeln oder sowas brauchst, aber du kannst halt wirklich so kombiniert intelligentes Fahren mit Car-to-Car-Communication und so eine ganze Geschichte. Da kann man sich auch so einfliegen. Gut. Was war denn das? Ja, hallo, wir hatten uns in der Gruppe dem Thema gewidmet, wie man dezentrale Netzwerke oder verteilte Netzinfrastrukturen nutzen kann im Kontext des übergeordneten Themas der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, wir haben hier weniger Bilder gemalt, mehr Text geschrieben dazu, wie man das hinsichtlich der sozialen Nachhaltigkeit gestalten kann mit ein paar Auswirkungen auf die ökologische Nachhaltigkeit. Vorbilder sind für das Ganze so etwas wie die Smart City in Friedrichshafen, die Freifunk-Idee und natürlich Tauschringe und Carsharing. Vielleicht auch noch diverse soziale Netzwerke. Und zwar ist es folgendermaßen gedacht, dass wir stellen uns so vor, dass die Gebäude in einer Stadt zukünftig vielleicht auch noch über die Netzinfrastruktur der großen Telekommunikationsprovider angebunden sind, aber dass sie darüber hinaus noch eine zweite Infrastruktur haben, die die einzelnen Häuser miteinander verbindet. Das vielleicht nicht unbedingt durch ein physisches Kabel, das kann auch eine Funktechnologie sein, sei mal dahingestellt. Jedenfalls gibt es eine Kaskade, die bei den Privatleuten in der Wohnung anfängt, die wie heute auch ihren kleinen Router oder ein ähnliches Gerät haben, mit dem sie Zugang zu dieser Netzinfrastruktur haben. Als nächstes gibt es je Gebäude, so etwas wie ein Hausrouter und dann geht das weiter bis zur Stadt hoch, also halt vielleicht jedes kleine Kiez und dann jedes Stadtviertel, ebenfalls so gewisse Infrastrukturen. Wobei das alles nicht zentral ist, sondern sehr dezentral, das heißt jeder Hausrouter ist mit dem Hausrouter des Nachbarn verbunden. So viel zur Infrastruktur. Und was macht man damit? Wir stellen uns das so vor, dass das ein soziales Netzwerk ist, dass also Nachbarn, die sich ohnehin schon kennen, die aus dem Gespräch im Treppenhaus, aus Begegnung von der Straße und in der Kita und auf Arbeit und sonst wo, dass die darüber hinaus noch weitere Informationen miteinander teilen können, die es ihnen dann zum Beispiel ermöglicht, dass sie die vorhandenen Ressourcen, die sie zu Hause haben, also die Bohrmaschine, das Werkzeug,
aber auch Dienstleistungen, also ihr Wissen, wie man, was ich, einen Linux-Rechner wieder in Gang setzt oder wie man ein schönes Süppchen kocht, dass sie das also miteinander teilen und auf einfache Art und Weise mit anderen kommunizieren können und sagen, hey, ich suche eine Bohrmaschine und dann im Haus andere Leute, die eben dort hinterlegt haben, dass sie eine Bohrmaschine besitzen, dann relativ schnell erfahren, dass der Nachbar was sucht und schnell helfen können. Das Ganze kann auch weiterentwickelt werden, dass man also dann gemeinsame Abstimmungen zum Beispiel zur Entscheidungsfindung veranstaltet, sodass Vereine sich auf kurzem und schnellen Wege abstimmen können oder dass demokratische Prozesse vielleicht in Gang gesetzt werden können und die Bürger dann in der Stadt abstimmen. Und es geht auch noch in die Richtung, dass also man weiter Informationen teilt, dass also Behörden zum Beispiel Informationen an ein Haus senden kann und dann also die Bürger des Hauses wissen, ah, das ist jetzt bald eine Straßenbauarbeit und oder dass also Vereine sagen können, hey, bei uns ist jetzt ein Stadtviertel fest und dann wissen das eben die Leute in der betreffenden Straße. Oder dass man, was haben wir noch aufgeschrieben, ja, also gibt es noch viele Szenarien, wie Informationen zirkulieren können in der Nachbarschaft. Anliegen ist dabei, dass man also nicht in der Regel eigentlich, wenn man die Sächsische Zeitung hier in Dresden oder die Dresdner Neuesten Nachrichten sich anschaut, dass man dort immer zu einem kleinen Teil die regionalen Nachrichten erfährt, aber das Überregionale einen sehr großen Stellenwert hat und vielen von uns einfach diese regionalen Informationen und die nachbarschaftlichen relevanten Informationen eigentlich entgehen. Und durch diese kleinteiligen Netzwerke, die losgelöst sind und die eigentlich auch bei einem, sagen wir mal, Internetausfall funktionieren würden, dass dann eben die Kommunikation innerhalb der kleinen lokalen Gruppen gut funktioniert. Ich würde mal anmerken, was ich hier Push versus Pull erkenne. Also normalerweise, wenn ich mich mir vorstellen, informieren will in meiner Umgebung, da muss ich irgendwie auf das Ratsinfosystem der Stadt gehen, genau aussuchen, was mich betrifft. Und hier würde es mir zugeschickt werden. Ja, wir haben es gar nicht so genau ausgeführt, aber wir haben halt wahnsinnig viele Informationen, die wir hier zusammensammeln. Wenn man die ganzen Tauschinformationen hat, man dann die ganzen städtischen Informationen, Nachbarschaftsinformationen. Prinzipiell ist es so gedacht, dass man die Informationen persönlich zugestellt bekommt, aber man muss irgendwie filtern. Und wie das dann funktioniert, ist die große Herausforderung sicherlich, ja. Also klar, es werden viele Informationen kommen und viele gehen. Und wir hatten auch so ein paar Dystopien ausgearbeitet. Klar, man kann irgendwie in den Daten dann also zu viele Informationen einfach erhalten, das mit den Filtern. Aber ja, die Leute müssen sich natürlich darum kümmern, dass ihre Netzinfrastruktur irgendwie läuft, dass keiner irgendwie das irgendwie hinbekommt, jeden Hausrouter abzuklappern und dann von jedem Privatrechner die dezentralen Social-Network-Informationen zieht und es kann da eine Menge passieren und so, das muss man sich alles genau durchdenken, aber ja, es wäre eine Lösung, und damit die Leute wieder mehr ins Gespräch kommen in der Stadt und dass vielleicht die eine oder andere Ressource nicht gespart werden kann, also indem vielleicht, um das Beispiel nochmal zu bemühen, nicht jeder eine Bohrmaschine kaufen muss, vielleicht die Leute ihr Auto besser miteinander teilen können, als Verknüpfung zu der Gruppe vorhin, und ja, vielleicht Verkehrsaufkommen sich reduziert, indem sich vermehrt Mitfahrgelegenheiten und Fahrgemeinschaften bilden. Okay, habe ich was vergessen? Ja, ich glaube, aber das Wichtigste, glaube ich, echt mit drüber gekommen. Okay, vielen Dank. Fragen gerne. Gibt es noch Fragen? Es war eine jetzt bloß. Nein. Gut, dann übergebe ich. So, wir haben uns gegen Ende dann erstmal auf das Thema jetzt benennungsmäßig freie Bürger in einer weltoffenen Stadt
nutzen, das kann ich nicht lesen, für Bildung, Arbeit und Freizeit. Ah, Next Generation Network. Ja, zuerst mal zu den grundlegenden Problemen. Da wir das in dem Thema tatsächlich freie Verwaltung und Schulen hatten, ist natürlich erstmal die erste Frage, wo grenzt man das Ganze mit ein? Heißt, wie weit geht das Ganze? Und wir sind dann halt wirklich in die Richtung gegangen, dass wir uns angeschaut haben, welche Sachen hatten wir persönlich als Eckpunkte hier gegeben. Heißt, wo kann es richtig und wo kann es falsch gehen, zum Beispiel im Sinne von, wie gehen wir das Ganze an, und Dystopie auch ein bisschen angeführt. Und grundlegend her, Pause, geistige, Verzeihung, grundlegend her habe ich persönlich das geistige Bild, um es mal gleich im Vorhinein zu beschreiben, bevor ich es vergesse, so die Umrandung Stadt Dresden, stellt es euch vor, darauf ganz viele kleine WLAN-Zeichen, Schulen, die persönlich mit Strichen vernetzt sind, um einfach zu beschreiben, wir wollen tatsächlich eine offenere Verwaltung und tatsächlich interaktive Schulen vor allen Dingen auch zum Beispiel. Heißt, Schulen, die vernetzt sind, bisher kennen wir es halt so, an Schulen gibt es klasseninterne Projekte, manchmal auch ein bisschen klassenübergreifende Projekte, aber wo gibt es tatsächlich schulenübergreifende Projekte, wo die Schüler tatsächlich ein Bild davon bekommen, ja, was machen andere Leute, die ein anderes Umfeld haben und die tatsächlich ein bisschen andere Freunde und tatsächlich Einflüsse mit haben. Und wir wollen, und das würde natürlich dazu führen, dass wir einerseits gebildete Schüler haben, die resiliente Schüler und Bürger sind, also eigentlich selbstdenkende Leute sind tatsächlich. Widerstandsfähiger. Genau. Und damit eben auch eine offenere Gesellschaft bilden. Wichtig dafür sind eben ein bisschen Umformungen in den Bildungsträgern, heißt, wir brauchen offene Mittel, offenen Zugang zu Wissen, heißt, momentan haben wir halt das Problem, dass wirklich auch alles irgendwo lizenziert ist und Lizenzgebühren, und es ist halt schwierig, ein Lehrer darf theoretisch nicht mal aus einem Buch einfach was rauskopieren und den Schülern das rausgeben, dass es gemacht wird, ist natürlich jetzt eine andere Sache. Wie sehe das denn aus, wenn der Lehrer einfach Inhalte aus der Wikipedia, die er zuvor geprüft hat, verwendet? Oder frei nach dem Motto, ich habe hier einen Artikel, da habe ich letzte Woche als Lehrer dran etwas verbessert, schaut doch mal, ob ihr da noch weitere Sachen dran verbessern könnt. Und der Lehrer das dann hinterher noch einmal zur Diskussion stellt. Genau. Heißt, im Grunde genommen, da führt das Ganze eben auch wieder rein in eben diese ganze Verwaltung und Verknüpfung von Bürgern und Haushalten. Heißt, wenn man zum Beispiel über eben zum Beispiel Wiki-Artikel und so weiter macht, gemeinsames Arbeiten von Sachen und eben freien Zugang zu Sachen. Was uns an Vorbildern so eingefallen ist, was schon so mehr oder weniger in der Mache und Umsetzung ist oder war, ist zum Beispiel einmal das Linux-Projekt, also dieses System, das von, war das München? Ja, genau. Genau, da so relativ lief, auch wenn ich davon auch seit einiger Zeit nichts mehr gehört habe. Dann natürlich, was hier auch in Dresden bisschen am Start ist, ist der Freifunk, was persönlich auch in so ein Projekt natürlich sehr groß einfließen würde für die Vernetzung von solchen größeren Sachen. Und OSM, kannst du mir auf die Sprünge halten, was das für eine OpenStreetMap ist? Ah, ich danke. Genau. Dann hatten wir erstmal, wo und wie fangen wir das an? Denn ist halt das Problem, wie schafft man es? Und zuerst einmal bin ich persönlich der Meinung, dass man natürlich erstmal irgendwo ein Exempel braucht. Irgendwie, man schafft nun mal kein neues Schulsystem bzw. neue Schulordnung, wenn man hier jetzt sagt, hier schaut mal, das ist besser, sondern man braucht tatsächlich erstmal irgendwo, wo jemand sieht, hier, das funktioniert tatsächlich auch. Und wir brauchen, wir haben natürlich dann irgendwann später zukünftig hoffentlich auch die Voraussetzungen, wie zum Beispiel Glasfasernetze für die Vernetzung. Offenes WLAN spielt darin natürlich auch ein, was wir halt jetzt zum Thema Freifunk auch hatten.
Und dann... Ach, bis dahin haben wir den LTE-Nachfolger. Das wahrscheinlich auch. Genau. Natürlich haben wir, wenn wir an diese freie Zukunft denken, muss man natürlich aber trotzdem auch an das Gegenteil, die Dystopie, denken. Und wir haben das Ganze eben mal ein bisschen weiter und noch zuber gesponnen, als es bisher schon ist. Heißt, dass man tatsächlich ja sowieso weiterhin natürlich weiterhin nur auf diese Windows-Netzwerke, dass die Schulen weiterhin komplett abhängig sind. Bisher ist es so, wenn ich mal ein kleines Beispiel von meiner Schule einbringen darf, meine Schule hatte jetzt letztens Probleme mit Viren. Ja, Windows-Netzwerke. Wie geht man sowas an? Wir haben hier keinen Lokalen, das wird von irgendeiner Firma sonst wo gemanagt. Da muss man da anrufen und fragen, was machen wir da jetzt? Und da müssen die dann eventuell wieder wen vorbeischicken. Das bezahlt dann wieder irgendwo die Stadt extra. Und es sind einerseits ewige Unkosten und andererseits zieht sich's halt in die Länge, was man mit einem vereinigten System und eben einer tatsächlichen Vernetzung auch ein bisschen umgehen könnte, dass es sich da halt eben wirklich vielleicht sogar noch zuerspinnt. Dass Lehrmittel natürlich jetzt tatsächlich noch mehr DRM geprägt werden, eventuell. Digital Rights Management heißt mehr Kopierschutz und mehr Einschränkungen. Digitale Rechteminderung ist da eine gute Übersetzung, finde ich. Das auch. Die Grenzen proprietär, das ist eigentlich nochmal genau das Gleiche. Was hieß denn Echo Chambers? Oh, da... Okay, dann lassen wir das raus. Pushen wir weg. Noch gegen Schluss noch einmal ganz kurz... Was wäre eigentlich das Besondere an unserer Idee? Wir haben einmal natürlich freie Bildungsschaffung, was ich persönlich auch als einen der wichtigsten Hauptpunkte, die es zu was Speziellem machen, ansehe. Dann die Netzneutralität ist ein wichtiger Stichpunkt. Ja. Open Data Government im Sinne von Schulsysteme und eben auch natürlich Verwaltungssysteme sollten bisschen offener mit ihren Bürgern auch umgehen, dass man da tatsächlich ein bisschen... Die sollten transparenter sein. Genau. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Genau, und eigentlich im Grunde genommen Stadtcloud und Open Standard. Und damit sind wir eigentlich so ziemlich dann durch. Genau, da kann man auch mal kurz das hier Open Standard sagen. Bei Dystopie wäre, man kriegt weiterhin Formulare und wichtige Unterlagen in Dateiformaten geschickt, die man nicht öffnen kann, so man sich nicht spezielle Software runtergeladen oder gekauft hat. Und die bessere Variante wäre, es gibt dann alles in Open Standards, etwa fürs LibreOffice statt fürs bekannte Pendant aus Redmond. Und kann dann damit ohne Einschränkung die Sachen nutzen und auch wieder einreichen bei der Behörde. Gut, waren irgendwelche Fragen zu unserer Sache noch übrig geblieben von irgendeiner Seite? Gut, dann wär's das Ganze von unserer Seite.